Herzlich willkommen, lieben Rota, unser Autor von Marshall in Love, seines Erstlingswerk in der Europa Verlagsgruppe veröffentlicht. Sehr geehrter Herr Rota, ich freue mich, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen. Lieven Rota wurde 1990 in Bochum geboren. Er ist Polizeibeamter beim Polizeipräsidium Bochum und er ist auch ausgebildeter Rettungshelfer. Dieses Buch ist sein Erstlingswerk und bedeutet für ihn die Verwirklichung eines Lebenstraums. Unsere Leser seien aber gewarnt, denn wer keine Lust darauf hat oder sich nicht traut, unsere moderne Geschichte noch einmal durchzuarbeiten, sollte sich eher enthalten, diese Seiten durchzublättern. Herr Rota, bitte erzählen Sie doch ein bisschen mehr über den Inhalt Ihres Buches. Ja, guten Tag erstmal. Ich bedanke mich, dass ich hier die Möglichkeit bekomme und freue mich, dass ich dabei sein darf. Also, in meinem Buch geht es darum, dass es erstmal im Ruhrgebiet spielt, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme. Demnach wird ein bisschen der strukturelle Wandel in Dortmund beleuchtet. Und es geht vor allem darum, dass man die Zeitgeschichte Deutschlands mit der gesellschaftlichen Strömung, die heute vorherrscht, vergleicht, respektive ein bisschen verknüpft. Mhm. Weil mir ging es vor allem darum, dass man die historische Verantwortung, die man in Deutschland hat, mal ein bisschen kritisch beleuchtet, weil die gesellschaftlichen Strömungen heutzutage zumindest zum Nachdenken animieren, weil Antisemitismus in der Gesellschaft immer noch vorhanden ist und teilweise auch grassiert und Hass und Ausgrenzung gegenüber Fremden mehr denn je ein Thema ist. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, historisch ein bisschen ein Regionalkrimi über das Ruhrgebiet zu schreiben. Das hört sich sehr interessant und auch richtig an. Bitte geben Sie uns doch ein bisschen einen Eindruck, was die Geschichte betrifft. Ja, die Geschichte des Buches betrifft einen Journalisten, der sich in seinen Anfängen befindet. Und der Antagonist, also der Gegenspieler vom Journalisten, der die Hauptfigur bildet, ist einer von der Gesellschaft abgehangener Mörder, der seine perfiden Fantasien anfängt, in die Tat umzusetzen. Das Ganze spielt sich in der Dortmunder Nordstadt ab, wo ein hoher Anteil an Menschen mit internationaler Geschichte lebt. Und ja, dieser abgehangene Mörder, der auch relativ einfach und simpel im Buch beschrieben wird, fängt dann an, seine Fantasien über Mord, Ausgrenzung und Hass in die Tat umzusetzen, verleiht seiner Verbitterung so Ausdruck und ja, so entwickelt sich dann halt im Plot ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Journalisten und dem Gegenspieler. Und die Polizei wiederum, die natürlich auch hinterher mithilft und ihr Werk dazu beiträgt zur Geschichte, kommt aber nur nebensächlich vor. Okay. Hat Ihre Arbeit als Polizeibeamter Einfluss auf das Buch genommen, im Sinne von Ermittlungsarbeiten, die im Buch vorkommen? Sie haben ja da ein bisschen Hintergrundwissen, was das betrifft. War es hilfreich, durch dieses Hintergrundwissen auch den Krimi zu schreiben? Denken Sie, dass es geholfen hat oder denken Sie, dass es auch ohne Ihre Arbeit genauso geklappt hätte? Das wollte ich damit sagen. Na, das spielt natürlich schon ein bisschen eine Rolle. Nichtsdestotrotz habe ich das Buch stark anonymisiert oder, sage ich mal, entfremdet von der Polizei geschrieben und die Polizei auch bewusst nicht so stark drin vorkommen lassen. Weil A, wollte ich nicht Ermittlungsinternas preisgeben und B, wollte ich mal was losgelöst von der Polizei machen. Nichtsdestotrotz kamen natürlich mal ein bisschen anonymisierte Geschichten, die man im täglichen Dienst erlebt, im Buch vor. Mhm. Sei es kleine Zufallsbegegnungen in der Dortmunder Nordstadt bis hin zu Gesprächsabläufen, wie sie vielleicht auf der Dienststelle passieren könnten, werden dann da mal etwas anonymisiert wiedergespiegelt. Okay. Und hatten Sie vor, auch einen zweiten Teil zu schreiben? Also könnten Sie sich vorstellen, diesen Krimi weiterzuführen oder soll es bei dem einen Roman bleiben? Nein, ich kann mir definitiv vorstellen, einen zweiten Teil zu schreiben. Also ich habe tatsächlich auch ein paar konkrete Ideen dazu, weil ich habe bewusst die Figuren, zwar ich habe denen eine gewisse Tiefe verliehen, ich habe auch bewusst noch ein paar Fragen offen gelassen, um mir natürlich auch noch ein bisschen Background und ein bisschen Nährboden für den zweiten Teil zu lassen, den ich dann weiter ausbauen kann. Also da ist schon was, sag ich mal, in Mache.
Okay. Ich danke Ihnen, Herr Rother. Vielen Dank für den Einblick in Ihren ersten Kriminalroman. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Marshall in Love von Lieven Rother ist ab sofort im Handel im Paperback-Format und online im E-Book-Format erhältlich und ist eine Veröffentlichung der Europa Verlagsgruppe. Vielen Dank, Herr Rother.